Schatten der Vergangenheit. Das bin ich, Heiko. Ich hatte eine Depression. Das ist Jahre her und viele in meinem Umfeld wissen das nicht. Jetzt bin ich 7 Tage lang in der Psychiatrie, zu Gast auf einer Station für depressive Menschen. Ich will mit Betroffenen reden und wissen, wie es in ihrem Inneren aussieht. Das ist wie so ein Schalter, wo sich da innen drin umlegt. Und auf einmal hat man dann wieder Angstzustände, ich habe kein Auge mehr zubekommen. Dann wusste ich genau, es hat mich gepackt. Ich war davon überzeugt, dass mein Leben verschwendet ist, wenn ich das jetzt weiterlebe. Man kriegt alles genommen, habe ich immer das Gefühl, dass die Depression uns alles nimmt. Dieses Scheißgefühl kenne ich auch noch. Ich und 5 Millionen Deutsche jedes Jahr. Niedergeschlagen ist jeder mal. Aber wo beginnt eine Depression? Station P11, Pfalzklinikum Klingenmünster. Menschen mit Depressionen, aber auch Angststörungen werden hier behandelt. Um die 300 stationäre Fälle jedes Jahr. Ich treffe Rein Wittmann. Sie war schon 3-mal hier. Für mehrere Wochen. Erst vor kurzem wieder. Ich habe keine Kraft mehr gehabt. Und dann hat es angefangen, dass ich diese Fressattacke kriege. Das heißt, ich habe versucht, meine Probleme mit Essen zu kompensieren. Und bin dann auf die 170 Kilo zugegangen. Und dann hat die Chefärztin zu mir gesagt, dass ich mich zu Tod esse. Vielleicht wollte ich die Sache im Unterbewusstsein. 2002 habe ich meinen Sohn verloren und er war 10,5 Jahre und das war eigentlich die schlimmste Erfahrung in meinem Leben. Und dann habe ich mich noch 2-3 Jahre hingezogen und 2006 hatte ich dann die erste Depression. Ich war nicht mehr fähig zu laufen, ich war wie gelähmt. Und dann bin ich hier gelandet, auf der P11 auch, und die haben mir dann geholfen und ich habe mich wieder stabilisiert. Und 2007 war ich dann wieder hier. Und jetzt dort war ich im Mai und im Juni 8 Wochen her, weil ich nicht mehr Herr meines Sinne war. Das heißt, ich bin abends um 5 Uhr ins Bett, bin morgens aufgewacht, bin auf die Couch, habe weiter geschlafen oder mich einfach hingelegt, weil ich keine Kraft gehabt habe. Können Sie noch mal beschreiben, wie das ist, wenn man so eine Depression hat, wie sich das anfühlt? Wie haben Sie sich gefühlt? Das Bedrohliche, finde ich, ist, dass man keine Macht mehr hat über sich selber. Die Depression übernimmt alles. Man ist nicht mehr fähig zu denken, man kann sich nicht mehr konzentrieren. Man hat keine Macht mehr über sich. Ich war mal essen mit meinem Mann. Das Essen kommt um den Tisch und ich bin vom Tisch hochgerannt und bin weggerannt. Ich konnte nicht mehr sitzen bleiben, weil ich so Angst gekriegt habe, dass ich gedacht habe, und mein Mann hat gar nicht gewusst. Dann habe ich gesagt, du musst mit mir heim, sofort. Dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Dann haben die geguckt und haben gesagt, Frau Wittmann, es ist nichts. Dann habe ich gedacht, das kann es doch nicht sein. Ich habe gedacht, ich sterbe. Ich habe so Angst gehabt und die sagen, ich habe nichts. Und dann bin ich dahergekommen und haben gesagt, ja, das sind Panikattacken und einfach den Körper nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Ihren Verlust kann ich nur erahnen. Ich habe selber 2 Kinder und das ist die schlimmste Vorstellung, die man hat. Ja, an Weihnachten, sie feiern mit ihren Kindern. Ich gehe auf den Friedhof. Er hat Geburtstag, ich gehe auf den Friedhof. Ja. Rein Wittmann ist zurzeit stabil. Sie muss aber noch in die Reha wegen der Fressattacken. Ich will sie in ein paar Tagen bei ihr zu Hause in Edenkoben besuchen und auch ihren Mann treffen. Mein 2. Tag in Klingenmünster. Im Pfalzklinikum sind auch Menschen, die manisch-depressiv sind. Das nennt man auch bipolare Störung. Dabei wechseln sich euphorische mit depressiven Phasen ab. Franziska, sie heißt eigentlich anders,
ist deswegen seit 2 Wochen auf der P11. Vorher war sie einige Tage auf einer geschlossenen Station wegen ihrer Manie. Ich habe dann zum Beispiel schon mal die Vorstellung gehabt, dass ich irgendwelche magischen Kräfte habe, mit denen ich irgendwie Leute beeinflussen kann zum Positiven. Oder ich sehe Menschen, die gut zusammenpassen und versuche, die zu verkuppeln auf eine sehr dominante Art und Weise, indem ich beiden einfach sage, ihr passt zueinander, jetzt seid zusammen, sowas in diese Richtung. Ja, also das ist nicht normal, dieses Verhalten, das dann durch die Manie ausgelöst wird. Also im Extremfall verletzt man sich selbst, indem man zum Beispiel denkt, oh, ich kann fliegen und springt vom Dach. Also das ist bei mir jetzt absolut nicht der Fall, aber man verliert das Realitätsbewusstsein. Wie hat sich das zum ersten Mal geäußert? Das erste Mal war 2012. Damals der Hauptauslöser war, dass mein damaliger Partner nach China gegangen ist für ein halbes Jahr. Und ich das wohl einfach nicht verkraften konnte, dann so lange von ihm getrennt zu sein. Genau. Also es sind meistens irgendwelche persönlichen Stressfaktoren, Stressoren, die das auslösen. Leiden Sie denn auch selber drunter, dass Sie manisch sind? Also in dieser Phase leidet man auch? Nö, ich fühle mich großartig. Also ich habe nicht gesehen, dass ich jetzt irgendwie stationäre Behandlungen bedürfte. Ja. Das heißt, es war unfreiwillig, die Einweisung? Jein. Also ich bin sehr froh, dass meine Mutter mich eingewiesen hat. Ich selbst hätte es nicht gemacht zu dem Zeitpunkt. Aber ich bin jetzt sehr froh, dass meine Mutter eben gesehen hat, oh, das wäre jetzt schon wieder notwendig und sie mich hergebracht hat. Also es war schon so, dass ich freiwillig mitgekommen bin, aber ich habe sie halt belächelt sozusagen, dass das überhaupt noch gar nicht angebracht wäre. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Mir wird klar, Verwandte oder gute Freunde sind enorm wichtig, um gesund zu werden. Nächster Tag in Klingmünster. Bewegung als Therapieform, Walking-Runde. Okay, alles soweit? Dann geht's los. Stefanie Singler leitet die Gruppe. Bewegung ist wichtig. Sport wirkt positiv auf die Nervenzellen im Gehirn. Auch mir hat Bewegung damals geholfen. Und sie hilft mir auch heute noch, psychisch gesund zu bleiben. Ich lerne Jochen kennen. Vor 7 Jahren hat er seine erste Depression gehabt. Zu viel Stress im Job, private Probleme, manche sagen auch Burnout dazu. Der ehemalige Angestellte in einem Autohaus wusste zuerst überhaupt nicht, was mit ihm los ist. Ich hatte auf einmal ganz starke Angst, Angstgefühle, den Alltag nicht mehr zu bewältigen zu können. Ja. Ich habe für nichts mehr Lust gehabt, ich habe keine Lebensfreude mehr verspürt. Ich habe mich zurückgezogen, habe meinen Freundeskreis vernachlässigt, habe mich lieber unter der Bettdecke verkrochen, wollte vom Tag nichts hören, nichts sehen. Mir war alles zu viel. Damals war er mehrere Wochen in der Klinik. Er fühlte sich jahrelang gesund, aber die Depression kam wieder zurück. Wieder Klinik. Jochen kommt zum 2. Mal auf die Beine. Nach dem Klinikaufenthalt ging mir's gut, war wieder hergestellt, war voller Energie wieder arbeiten zu wollen. Und ja, und dann hatte ich mich mal im Internet kundig gemacht, auf der Homepage, wie der Stand der Dinge ist. Und auf einmal sah ich auf der Homepage, dass mein Name und mein Bild entfernt wurde und meine Stelle ausgeschrieben war. Und das hatte ich nicht glauben können im ersten Moment. Und das wurde dann aber bestätigt. Und das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja. Und dann wusste ich sofort, aha, ein langer Leidensweg startet wieder. Und seitdem bin ich am Kämpfen, um aus der Depression rauszukommen. Seit 4 Wochen ist er wieder hier. Sein 3. Klinikaufenthalt insgesamt. Jochen ist keine Ausnahme. Etwa jede 4. Frau und jeder 8. Mann in Deutschland ist im Laufe des Lebens von einer Depression betroffen. Wenn du jetzt nochmal auf die Depression zurückblickst, was hast du so als bedrohlich empfunden? Das ist so starkes Gefühl, so starker Druck, wo da im Inneren von deinem Körper herrscht, dass du denkst, das zerreißt dich jeden Moment. Und das belastet dich so den ganzen Tag, weil das Gefühl und der Druck den ganzen Tag dich daran erinnert. Und das zieht dich so runter und du kannst an gar nichts mehr anderes denken, weil du ständig erinnert wirst, wie es da drin brennt. Also das würde ich meinem größten Feind nicht wünschen. Meine Depression ist 30 Jahre her.
Aber das Gefühl habe ich nicht vergessen. Diese völlige innere Leere, die Antriebslosigkeit, die unfassbare Angst. Und das mit Anfang 20, wo alle feiern und ins Leben starten. Und ich damals völlig am Ende und erstmal auch ratlos. Was ist eigentlich los mit mir? Ich bin auf dem Weg zu Ren Wittmann, die ihren kleinen Sohn verloren hat. Die 62-jährige Französin und ihr Mann Josef haben mich in ihr Zuhause eingeladen. Hallo, die Oma. So, jetzt schauen wir mal, wo sie zu Hause sind. Ja. So. Gehen wir da rein. Herzlich willkommen. Dankeschön. Bitte. Sie führt mich zu einem Bild ihres Sohnes. Der Kleine ist an den Folgen einer Gehirnerkrankung gestorben. Das war er. Jean-Pierre wurde nicht mal 11 Jahre alt. Wie ist das für Sie jetzt, wenn Sie, wir haben ja schon drüber gesprochen, ist das jetzt, wenn Sie das so anschauen, will Sie jetzt nicht irgendwie... Naja, was... Ja. Tun? Er fehlt schon. Wissen Sie, ich habe das Bild hier, aber ich gucke es nie an. Ich kann es nicht angucken, weil dann weiß ich, dass er fehlt, dass er nicht da ist. Das heißt, es ist da, aber Sie gucken nicht hin? Nee. Aber er hat uns viel gegeben. Und er gibt uns immer noch. Wenn es alles mal nicht gut ist, gell, Sepp, dann meint man immer, er schiebt sie nicht dran und sagt, hopp, Mama, mach weiter. Ich denke, er war auch die Treibeskraft, dass ich wieder in die Klinik gegangen bin. Das wichtigste Gut auf der Welt sind die Kinder. Ja. So war er abends im Bett gesessen, im Schneidersitz, da war sein Bett, und dann hat er gesagt, Mama, du musst den Papa holen. Und dann habe ich gesagt, warum soll ich den Papa holen? Dann hat er gesagt, weil was passiert. Dann habe ich meinen Mann geholt, der ist dann reingegangen, und habe ich gesagt, oh, ich mache noch Kaffee, und bin raus und bin reingekommen. Und dann ist er in den Armen von meinem Mann gestorben. Ja. Er ist einfach so gegangen. Ja. Josef Wittmann hat seine Frau immer unterstützt. Auch wenn das nicht immer leicht war und ist. Manchmal habe ich sehr viel Angst, dass sie einfach nicht mehr auf ein normales Leben führen kann. Die geht in die Klinik nach Klingenmünster, die sehr gut ist. Da war sie schon ein paar Mal. Kriegt immer wieder Käufer und kriegt immer wieder Tipps, was sie daheim machen kann. Wenn sie aber dann daheim ist, kann sie das nicht alles umsetzen, weil du bist dann irgendwann im Alltag drin. Du gehst arbeiten, du hast dein normales Problem, dann hast du noch dich selbst. Weil ich denke, die Kraftanstrengung, die sie ja machen muss, mental wie körperlich, da drinnen in dem Laden, die ist schon enorm. Und da habe ich manchmal Angst und ich bin auch manchmal hilflos, weil ich kann ihr eigentlich nicht helfen. Ich kann ihr viel Arbeit wegnehmen, aber den Rest muss sie selber machen. Und da bist du eigentlich nur Begleiter und lebst mit. In der Krankheit lebst du mit. Ren Wittmann betreibt ein Café in Edenkoben. Ich will beide übermorgen dort noch einmal treffen. Zurück in der Klinik. Mein vierter von 7 Tagen. Ich bin mit Dr. Silvia Klaus, der stellvertretenden ärztlichen Direktorin in Klingenmünster, verabredet. Und eine Zahl erschreckt mich. Von 100 schwer depressiven Patienten nehmen sich 15 das Leben. Also das ist eine große Krise, wenn sich jemand in unserer Behandlung suizidiert oder auch nach der Behandlung, auch das gibt es ja. Wir reflektieren den Fall nochmal sehr intensiv. Wir tauschen uns aus, sowohl mit den Angehörigen wie auch innerhalb unseres Behandlungsteams, und wir holen uns auch externe Hilfe, damit wir weiter unsere Arbeit machen können. Ja. Haben Sie da auch persönlich dann Schuldgefühle? Auch ich habe schon Schuldgefühle gehabt, ja, natürlich.
Also sie fragen sich ja in jedem Fall, was hätte ich anders machen können? Gab es etwas, was ich übersehen habe? Hätten wir den Betreffenden besser behandeln können? Das sind Fragen, die stellen sie sich als Therapeutin, ja. Und die stellen ihnen auch Angehörige. Und meine Erfahrung ist, dass es gut ist, offen über diese Dinge zu sprechen. Mir wird nochmal bewusst, wie gefährlich diese Krankheit ist. Auch für mich war. Man kämpft gegen eine Art unsichtbaren Feind. Und auch wenn man es in der Depression nicht glaubt, diesen Feind kann man besiegen. Niemand muss mit seiner Depression unbehandelt zu Hause und allein sein. Es gibt für jeden eine Behandlungsmöglichkeit. Manchmal dauert es ein bisschen, bis man herausgefunden hat, wer auf was am besten anspricht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Menschen mit Depressionen sich Hilfe holen sollen und auch sich behandeln lassen sollen. Gleich beginnt meine erste Therapiestunde in Klingenmünster. Musiktherapie in der Gruppe. Jeder kann sich aussuchen, was er machen möchte. Auch Jochen vom Walken ist da und Franziska, die von ihrer Mutter eingewiesen wurde. Ich habe gerade irgendwie Lust total auf so Rhythmus, alles, was hier so mit Trommeln und so, keine Ahnung warum. So Samba, vielleicht zum Entspannen oder so, ich weiß es nicht. Wir spielen einfach mal eine Weile zusammen, vielleicht so maximal 10, 12 Minuten. Die Musik soll unsere Gefühle zum Klingen bringen. Ich fühle mich schnell wohl. Und irgendwann merke ich, auch ich werde immer ruhiger. Dann habe ich die Augen geschlossen, habe mich nur auf meine Trommeln quasi konzentriert. Und dann wurde ich auf einmal lauter und die Schläge wurden fester. Und ja, da habe ich mich total verloren da drin. Mhm. Ja. War das ein angenehmes Verlieren? Ja. Mhm. Ja. Ja. Meinst du nicht peinlich oder irgendwas? Das war einfach, ja. Ja. Also erstmal bei sich selbst angekommen. Richtig. Sozusagen. Das hat gut getan, ja. Stefanie Single ist studierte Musiktherapeutin in der Psychiatrie. Dabei erlebt sie die gesamte Tonleiter der Gefühle. Fließen da auch manchmal Tränen? Ja, also in allen Formen, entweder einfach aufgrund von emotionaler Berührung, weil etwas besonders schön ist oder auch weil etwas an was Trauriges erinnert. Aber natürlich auch das Bewusstwerden einfach von dysfunktionalen Verhaltensmustern. Wenn ich mitten im Tun erlebe, oh, jetzt mache ich mir schon wieder zu viel Gedanken, anstatt dass ich es einfach genießen kann. Da fließen dann schon mal Tränen. Ja. Machen Sie dann? Trösten, dabei sein und es auch gut sein lassen. Es ist ja nichts Falsches an Tränen. Der fünfte Tag. Ich begleite Jochen zur Ergotherapie. Dabei geht es darum, dass depressive Menschen ihre Sinne und Gefühle bewusster wahrnehmen. Und zwar über Tätigkeiten, die für sie sinnvoll und angenehm sind. Egal ob handwerklich oder künstlerisch. Jochen arbeitet mit Holz. Jochen, was gibt es jetzt genau? Das ist eine Cajon. Okay. Das ist ein Musikinstrument zum Trommeln. Das habe ich in der Musiktherapie gesehen, gespielt und dann dachte ich mir, das wäre was zum Nachbau. Jochen erzählt mir, die Arbeit tut ihm richtig gut. Es beruhigt ihn irgendwie. Jeder kann hier selbst wählen, welche angenehme Tätigkeit er ausprobieren will. Ihn habe ich schon beim Walken vor 3 Tagen gesehen und nenne ihn mal Christian. Er malt ein Bild, das mich neugierig macht. Was gibt es? Das gibt ein schwarzes Loch. Das soll meine negativen Gedanken repräsentieren.
und wie man sich denen nur schwer entziehen kann, wenn man ihnen zu nahe kommt. Vor 3 Wochen hat er versucht, sich das Leben zu nehmen. Seitdem ist er hier. Christian sagt mir, er hätte später noch Zeit zum Reden in seinem Zimmer. Bis dahin will auch ich etwas gestalten, ein Lederarmband. Ich beschäftige mich mit etwas völlig Neuem, habe keine alten Denkmuster und das entspannt mich. Es erdet. Eine gute Vorbereitung für das Gespräch mit Christian. Er ist Anfang 30 und hat keinen Ausweg mehr gesehen. Christian war angehender Lehrer, ist bipolar, das heißt, er hat Stimmungsausschläge nach ganz weit oben, aber auch nach ganz tief unten. Ich war davon überzeugt, dass mein Leben verschwendet ist, wenn ich das jetzt weiterlebe. In irgendeiner Weise kommt da ein Versagen daher, beruflich oder privat. Ich kann mir nicht vorstellen, Familie zu gründen. Ich bin ja bipolar, wie soll das funktionieren? Also hatte ich nur noch den Gedanken, entweder verschwende ich es oder habe ein verschwendetes Leben. Und das war der Gedanke, der alles in andere Bahnen gelenkt hat. Wie ist es, wenn du jetzt auf diesen Versuch blickst? Schon ein bisschen absurd. Also es ist unglaublich, wie viele Optionen sich jetzt noch geboten haben, wie viele Ideen ich noch bekommen habe, was man denn jetzt beruflich auch zur Überbrückung machen könnte. Und ich habe natürlich auch dieses Versagen zu 100% auf mich geschoben. Also das ist auch immer eine gefährliche Gedankenverzerrung, dass man andere Parameter gar nicht in Betracht zieht und vielleicht auch positive Gedanken gar nicht erst ranlässt und sozusagen die abblockt und nur die negativen in den Filter kommen lässt. Und das, wenn das öfter passiert, dann bilden sich so Glaubenssätze. Ich bin ein Versager, ich bin nicht gut genug, um den Job auszuführen. Und wenn die erstmal gefunden sind, ist es ganz schwer, von alleine da rauszukommen. Insofern habe ich da ganz schön Abstand dazu gewonnen und lerne auch, dass egal in welcher Situation man ist nie allein, man wird immer geholfen. Es finden sich immer Wege. Wie ist es mit dem Umfeld? Gibt es Leute, die sich entfernen, die kein Verständnis haben, die vielleicht aggressiv reagieren? Wie war das bei dir? Ja, natürlich entschrickt das auch manche. Also das gibt es auch. Aber die Freunde, Familie haben sehr viel Verständnis aufgebracht und die brauche ich auch dringend. Die sind mein Schutznetz. Und auch die Klinik kann ein Schutznetz sein, auch für Christian. In wenigen Tagen wird er entlassen. Auf dem Achtsamkeitsweg, der an der Klinik entlang führt, merke ich, dass mich die Zeit hier auch fordert und erschöpft. Auf dem Weg zu Ren Wittmann, zu ihrem Café in Edenkoben. Es ist Sonntag. Der Laden ist voll. Und sie voll im Stress. Hausbesuch. Guten Morgen. Alles gut? Alles Laden gut. Voll? Ja. Ah ja. Und ihr Mann Josef ist heute auch im Einsatz. Eigentlich wollte sie in den nächsten Tagen in die Reha gehen, um ihre Essstörung in den Griff zu bekommen. Sie haben ja sich jetzt entschlossen, dass Sie diese Reha verschieben. Warum? Wenn ich in Reha gehe, bricht hier alles zusammen. Ich habe ganz viel Schulden. Was mache ich dann? Also hat Kaffee wieder gewonnen. Aber das ist in Ordnung. Ich gehe dann am 3. Januar. Ich hoffe, dass ich gehen kann. Weil ich glaube, dann darf ich nicht mehr auf die P11 kommen. Die erschießen mich dann noch. Also Sie müssen sich entscheiden, ob es Kaffee zusammenbricht oder Sie, wenn ich das jetzt mal ein bisschen bösartig sagen kann. Genau. Ich würde mich für Sie entscheiden. Ja. Nee, aber ich... Super. Dankeschön. Oh, das sieht ja super aus. Ja, ich bräuchte nur noch mal Es ist ja schon brutal, eigentlich genau in so einem Laden zu arbeiten, wenn man eigentlich abnehmen muss. Oder ja. Es ist wie wenn ein Mönch im Swingerclub arbeiten würde. Das ist eine gute Antwort. Sehr gut, ja. Oder kann man so vergleichen? Ja.
Bei Ren Wittmann haben beim ersten Mal in der Klinik Medikamente und andere Therapien nicht geholfen. Aber eine Methode, vor der viele Angst haben, war bei ihr die Lösung. Darüber will ich am letzten meiner 7 Tage in der Klinik mehr erfahren. Bei einem Drittel der Patienten funktionieren die klassischen Antidepressiva nicht. Eine Alternative ist EKT, Elektrokrampftherapie. Carmen Lieb zeigt mir, was genau passiert. Mit einem Stromstoß wird ein kurzer, kontrollierter epileptischer Anfall ausgelöst unter Vollnarkose. Das hier ist für die Gehirnströme zu messen, dass wir sehen, wie krampft unser Patient, weil am Patienten selbst sehen wir gar nichts, weil er ja ein Muskelrelaxanz gespritzt bekommt. Und das hier sind für die Elektrode, wo wir den Krampf auslösen. Okay. Wo ist der Knopf? Der Stromstoß darf nur von einem Arzt ausgelöst werden. Aber ganz ehrlich, ich hätte auch totale Angst davor. Die EKT hat einen schlechten Ruf, sagt Frau Dr. Klaus. Auch wegen entsprechender Menschenversuche mit Stromstößen in der NS-Zeit und falscher Darstellung in Filmen. Völlig zu Unrecht. Hier macht man sehr gute Erfahrungen damit. Wir hatten jetzt eine Patientin, die 30 Wochen im Krankenhaus war, alle möglichen Medikamente versucht und es ist nicht besser geworden. Sie ist jetzt zu uns gekommen, sie hat hier eine Elektrokrampfbehandlung bekommen, insgesamt 7 Mal. Und die Symptomatik ist deutlich besser geworden. Also das heißt, die war weniger als 6 Wochen bei uns, konnte jetzt entlassen werden. Die depressiven Symptome sind weg. Und das ist natürlich ein Riesenerfolg. Erfolge hat auch Thomas im Kampf gegen seine Krankheit. Er ist manisch-depressiv. Vor 4 Jahren war der Mitt-50er zum letzten Mal hier in Klingenmünster. Davor war er mehrere Jahre, jedes Jahr in der Psychiatrie, wochenlang. Seinen Zusammenbruch im Jahr 2010 wird er niemals vergessen. Im Kopf hat es sich auch angefühlt, als man Krampf hätte, hier in der Stirn drin, dass sich da alles irgendwo so verkrampft, Kopfschmerzen. Ich konnte kein Auto mehr fahren, ich konnte mich auf nichts mehr konzentrieren. Es ging definitiv nichts mehr. Und in dem Zustand habe ich dann meiner damaligen Frau gesagt, wir müssen zum Psychiater fahren, der mich sehe und sofort hier notfallmäßig eingewiesen. Geht dir auch jetzt noch nah? Weil das hat mein damaliges Leben innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde wirklich komplett umgeschmissen. Der damalige Workaholic im Versicherungsbereich ist heute Frührentner. Er nimmt Medikamente und hat regelmäßige Therapiestunden. Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich hier wirklich wohl, weil ich weiß, ich habe hier eine Anlaufstelle, wenn es tatsächlich wieder krachen sollte, sage ich mal, dass ich hier geholfen bekomme. Dass ich nicht alleine bin und dass hier Menschen sind, die was verstehen von dem, was sie tun. Aber was würdest du denn jetzt Leuten empfehlen, denen so richtig scheiße geht? Wirklich sich auf eine fremde Person einlassen. Hier Klinik, ein Psychiater, eine Psychologin aufzusuchen, weil die Person ist neutral. Die haben das gelernt, auch mit deine Gespräche umzugehen. Man braucht eine Person, die den Abstand hat und sagt, okay, du bist so gut, wie du bist. Und dann zusammenarbeite, das funktioniert. Auch bei mir hat's funktioniert. Auch ich habe die Schatten der Vergangenheit hinter mir gelassen. Größtenteils. Geholfen haben mir damals eine ausgezeichnete Therapeutin und Medikamente. Und meine Frau und ihre Familie sowie gute Freunde haben mich dabei unterstützt, auch bis heute gesund zu bleiben. 7 Tage war ich in der Psychiatrie und ich habe echt verdammt viel gelernt. Auch bei der Achtsamkeitstherapie. Ein ganz normaler Stein. Für mich das Sinnbild für meine damalige Depression und meine Befreiung davon. Jetzt würde ich gern von euch wissen, kennt ihr dieses Gefühl auch? Und was hat euch denn geholfen? Oder was hilft euch vielleicht gerade jetzt im Moment aus dem Tief rauszukommen? Schreibt mir doch hier in den Kommentaren.
Und ich weiß aus eigener Erfahrung, solche Hinweise, solche Tipps von anderen, die sind unheimlich hilfreich, die helfen. Und vielleicht habt ihr ja Lust, nochmal in 2, 3 andere Filme der Reihe 7 Tage zu schauen.